Jnana heißt Wissen. Jnana heißt Erkenntnis. Es gibt Aparajnana, das heißt niederes Wissen, und es gibt Parajnana, höchstes Wissen, so ähnlich wie es Paravidya und Aparavidya gibt. Und es gibt Wissen um das Höchste, und es gibt, das ist Jnana an sich, und es gibt Vijnana, das ist das andere Wissen, das relative Wissen. Jnana an sich ist dann die höchste Erkenntnis. Jnana Yoga zum Beispiel ist der Yoga der Erkenntnis. Atmanjana ist die Erkenntnis des Höchsten Selbst. Brahmanjana ist die Erkenntnis von Brahman. Jnana, höchstes Wissen, höchste Erkenntnis. Wenn du wirklich weißt, wer du wirklich bist, dann bist du frei. So wie es Swami Shivananda gerne zusammengefasst hat: Frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst und sei frei. So ist der erste Schritt Selbstbefragung. Der zweite ist Erkenntnis zu erlangen. Und als drittes, das führt zur Befreiung. Jnana, Wissen und Erkenntnis, sowohl intellektuelles Wissen als auch tiefes Wissen, als auch intuitives Wissen. Wenn du aber nur von Jnana an sich hörst, wenn man heißt, erreiche Jnana, dann ist das nicht nur intellektuelles Wissen, dann ist es wirklich Wissen, das dich in den Tiefen deiner Seele berührt. Du erfährst wirklich, wer du bist. Jnana, Wissen, Erkenntnis.